Der folgende Beitrag zur Gründerwoche Deutschland 2020 entstand mit Unterstützung des Gründungszentrums Zukunft Lausitz. Ohne Torten und Gebäck hat das Leben keinen Zweck. Nach diesem Motto lebt Maria Penitzka aus Neuhausen-Spree. Im vergangenen Jahr absolvierte sie ihre Ausbildung zur Konditormeisterin. In diesem Jahr feierte sie die Eröffnung ihres eigenen Geschäftes. Ich hätte nie mit so viel Ansturm gerechnet und alle Freunde und Bekannten waren da und fast wie ein kleines Dorffest. Ich wollte wieder etwas mehr kreativ sein. Ich habe in der Großbäckerei gearbeitet und da habe ich eben nur immer dasselbe gemacht. Und hier kann ich fast jeden Tag verschiedene Torten machen. Bedenken und Ängste hat man immer. Also die habe ich auch jetzt noch, ob es so weiterläuft, wie es jetzt läuft. Und ich habe mir das schon viele Jahre vorgestellt, dass ich hier irgendwo mich selbstständig machen kann. Und ja, das war schon lange mein Traum. Trotz Corona hat Maria Penitzka den Weg in die Selbstständigkeit erfolgreich gemeistert. Nun gibt es bei ihr in der Konditorenscheune Leckeres auf Bestellung und regelmäßig einen verkaufsoffenen Sonntag. Bisher hat sie auch alle Träume ihrer Kunden erfüllt. Die größte Torte darunter war übrigens 40 x 60 cm groß.